So, hi und hallo mal wieder. Wie ihr seht, habe ich jetzt auch eins bekommen, ein sogenanntes Multipack von Magitex Champions League 2015-2016 für 4,99 €. 5 Booster, gleich 25 Karten und eine Karte in Bronze, Silber oder Gold in limitierter Auflage. Also, endlich eins bekommen. Und was ich jetzt für eine limitierte Karte da drinne habe, das möchte ich natürlich euch jetzt zeigen. Und ihr habt mir noch nicht bei meinen Videos gepostet, wie ihr die neue Serie haltet. Oh, das klebt aber richtig feste. Ob das was für euch ist, ob ihr damit anfangt oder schon angefangen seid. Also, postet mir auf jeden Fall, weil ich lese gerne eure Kommentare durch. Dann weiß ich, dass ich noch welche Booster, Multipack oder Blister aufmachen werde. Na, da ist es schon. Erste Booster, da habe ich gleich die limitierte Karte in Silber. Und ihr wisst ja, wenn ihr die Karten länger genießen wollt, eben mal wieder auf Pause. Entschuldigung. Weil mein Verein, Starspieler, mein Verein spielt ja nicht mit. Deswegen gehe ich nicht so auf die Spieler und Vereine so drauf ein. Aber das mache ich grundsätzlich nicht, das wisst ihr ja. Weil es machen alle und ich mache nicht gerne was nach. Bei mir immer wieder drückt auf Pause, Pause, Pause. Und wo ihr so ein Multipack sicher und bequem bestellen könnt, werde ich natürlich immer unter ein Video verlinken. Aber die Karten, die haben wirklich was Retro-Raftes, finde ich. Das müsst ihr mir auch noch posten. Ob ich recht habe oder nicht. Also ich finde die, den Code wieder wegtun, weil ich kam noch nicht dazu, zu schauen, wie das Online-Spiel ist. Und wenn es mir nicht gefällt, werde ich natürlich alle die Codes hier veröffentlichen, wie ich ja schon ein paar Mal gemacht habe mit meinen Codes. Da haben die aber auch Silikon dran gepackt. Richtig klebrig. Code gleich sofort weg. Also denkt daran, wenn ihr die Spieler oder die Vereine länger genießen wollt, immer wieder auf Pause, Pause, Pause. Die Starspieler in glitzernd. Wird mal Zeit, dass ich eine hochwertige Karte finde. Club 100 oder sowas. Wäre natürlich richtig schön. Also wie gesagt, fangt an mir zu posten, dann weiß ich, ob ich damit weitermachen soll. Oh, ich habe das Logo entdeckt. Das sieht mal richtig gut aus. Wie ihr seht, verändert sich leicht die Farbe. Karte muss man natürlich auch haben. Welche Nummer ist das eigentlich? 300, 500. So, kommen wir nun zum fünften und letzten Booster aus das Multipack. Dann hoffe ich, ich konnte euch wieder zeigen, was ich drin hatte. Ist aber auch Kleber drauf. Also vergesst mir nicht zu posten, was ihr von der Serie haltet.
ob ihr damit auch angefangen seid oder auch nicht. Wo ihr sie günstig und bequem bestellen könnt, werde ich immer wieder unter ein Video zu verlinken versuchen. Also das waren jetzt meine 25 Karten aus einem Multipack für 4,99 Euro. Also, ich hoffe, ich konnte euch wieder zeigen, was ich drin hatte und sage deshalb, wie immer, bis demnächst, guckt hin und schaut zu.